Dadurch, dass wir momentan unseren Lebensmittelbedarf hier nicht gedeckt bekommen oder noch nicht optimal gedeckt bekommen, würde ich da jetzt noch ein bisschen warten, bis wir also die Möglichkeit haben, jetzt erstmal ein bisschen mehr Lebensmittel aufzubauen. So, wie viel haben wir jetzt? 30. Uns fehlt aber immer noch ein paar Steinchen. Ich hoffe, dass der auch sich da mal beeilt mit. Ja, das wird das hier nicht immer allzu gut. Wir sehen mehr Regen als Sonne. Habe ich das Gefühl, wir haben schon Spätfrühling. Das wird aber sehr eng. Ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen. So. Steine haben wir noch. Ja, dann muss ich den hier abziehen. Dann muss ich den echt hier. Damit wir hier die Scheunen, das Lagerhaus noch fertig kriegen. Bitte Steine, wenn es geht. Das war richtig nice. Oh. Schaffen die es noch? Das wird richtig eine enge Kiste, sehe ich. Das sind natürlich relativ große Felder. Hoffen wir es mal. Okay. Irgendwie kriegen wir hier keine Steine zusammen. Warum auch immer. Und wir müssen auch noch einen Jäger hier. Also der Winter wird knapp. So. Lassen wir die Scheune schnell aufbauen. Können wir dann auch schon einen Jäger, der uns noch mal Fleisch besorgt. Und noch mal Fischer hier. Na komm, mach so fertig. Unser Hackel George macht jetzt, es hat auch sein Limit erreicht. Das ist sehr gut. Kann ich den auch mal zum Fleischsammeln schicken? Schwere Sprache. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier noch die Felder abgebaut kriegen. Das wird richtig eng. Eine ganz enge Kiste. Ob wir das schaffen, bis zum Winter irgendwie hier Lebensmittel noch anzukriegen. So. Den Holzhacker setze ich mal hier ein. Damit wir noch die Möglichkeit bekommen, hier unser Dorf wieder zu bewundern, weil das ist gerade ein Problem. Die Bäume, die wachsen. Zu schnell. So, das sieht schon ganz gut aus, dass wir hier die Felder doch noch abgeerntet kriegen. Obst wird schon abgebaut, das ist auch gut. Mit ein bisschen Glück sollten wir es doch hinkriegen hier, dass wir es doch noch schaffen sollten. Lebensmittel vor dem Winter zu produzieren. So, die Fischer sind natürlich hier bestens bedient jetzt mit der Scheune.
Das Ganze nimmt wirklich Gestalt an. So. Es wird auch schon abgeerntet, das ist sehr gut. Da sollten wir auf jeden Fall genug haben, um den Winter zu überstehen. Diese hat hier noch nicht losgelegt. Ja, magst du auch mal? Ah, da ist er schon. Also da kann er gleich loslegen. Ja, jetzt. So, Fleisch kommt auch so langsam, aber sicher ran. Das ist gut. Es wird zwar definitiv hier nicht für den Winter reichen, aber es ist okay. Es ist okay. Wird auch schon einiges eingelagert, das ist auch gut. Wir haben trotzdem eine relativ weite Strecke, muss ich gestehen. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Ich würde hier auch ganz gerne eher so länglich hinstellen, als dass die jetzt so quer stehen. Müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. So, die Felder sind fast abgeerntet. Ich musste, glaube ich, einen kleinen Schnitt machen, weil wir hier leider den Ton nicht drauf hatten. So, wir hoffen mal, dass wir es hier noch abgebaut kriegen, bevor es ganz kaputt geht, das Zeug. Und verdörrt. Aber wir sollten auf jeden Fall schon, haben schon ordentlich was drin an Kartoffeln. Das ist sehr gut, ein bisschen kommt noch und dann sollten wir die 1000 erreichen. Auch wenn die sich schon was davon nehmen. Ja, wir haben ein bisschen spät angefangen, das ist das Problem. So, damit ist es jetzt kalt. Und damit können wir dann jetzt hier die Leute abziehen. Und schon mal ein bisschen verteilen. So, ich schau mal, kriegen wir das hier hin? Kriegen wir das hier hin, dass wir das hier einfach... einfach hier gedreht kriegen. Passiert da was mit dem Lagerhaus oder mit den Sachen? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. So. Wir gucken mal. Wir können jetzt hier schon mal... ach, wir haben keine Steine. Das ist natürlich blöde. Wir schauen mal, was haben wir hier? Steinbruch. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, hier irgendwo einen Steinbruch da? Da müssen wir das Feld reduzieren. Okay, da müssen wir es hier runter machen. Das hilft nichts. Damit wir hier unseren Steinbruch machen können. So. Fleischproduktion sieht schon ganz gut aus. So, jetzt müssen wir hier nur noch runtersetzen und dann gucken, ob wir da eine Steinproduktion oder ein Bergwerk hinmachen können. Aber den Winter sollten wir auf jeden Fall relativ gut überleben.
Auch wenn schon ordentlich an Kartoffeln hier weggegessen worden ist. Ja, die nehmen sich das da raus. Ja, gut. So, Fleisch kommt auch wieder vermehrt rein. Er ist sogar schon fast fertig. Das ist ja hier blendend. So, dann schauen wir noch mal nach einem Steinbruch. Das wäre hier. Das, hoffentlich können wir das da auch bauen. So, das ist schon fast fertig. So, jetzt ist er fertig. Jetzt können wir einen Steinbruch. Hier ist schon ein relativ großer Steinbruch sogar. Werden wir hier auch hier hinsetzen. So. Wird den auch gleich den neuen jugendlichen Mitarbeiter auch dran setzen, jetzt hier gleich den Steinbruch hier zu bauen. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch vor dem Winter hier zusammen. So. Das ist okay. Also Kartoffeln haben wir noch. Obst geht auch so langsam zur Neige. Der Fisch steigt noch nicht wirklich. So, dann haben wir jetzt noch einen dritten dazu bekommen. Sehr gut. Kann uns da helfen. Das hilft uns auch wirklich sehr, dass wir hier unseren Steinbruch noch im Winter fertig bekommen. So. Können wir ihm nachher dann einen Mitarbeiter reinsetzen und der so ganz nach und nach einiges abbaut. Das sollte eigentlich für unseren Bedarf definitiv reichen. Wir haben jetzt einen neuen, das ist noch mal besser. So, den setzen wir am besten erstmal hier ein, damit hier noch mal ein bisschen mehr Holz abgeschlagen werden kann, damit wir hier bald auch unsere Umbauten vornehmen können. Noch mal einer, das ist ja das läuft ja jetzt hoch, Form auf. So, sie schleppen weiter Holz ran, das ist gut. So, der Winterende naht. Das haben wir gut überstanden, denke ich. So. Jetzt könnte man aber so langsam anfangen hier, Kinders. Damit wir das noch fertig kriegen hier. Das wäre ja mal richtig schön, wenn wir das hier noch fertig kriegen vorher. So, der Vorfrühling ist da. Ich werde jetzt hier auch die Leute wieder abziehen. Damit uns das jetzt nicht nochmal passiert mit dem Feld. Und noch ein weg. So. So, und das hier wird gebaut. Das ist doch blendend. Sollte knapp ausgehen, aber es sollte klappen. So, das ist gut. Das ist gut. So gefällt mir das. Das könnte richtig gut werden. So.
Aber ob wir den nächsten Winter überstehen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Forest Village. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, euer Netzscholl.